Leute, was geht ab, Leute? Hier. Endlich, ich teste alle Bang Me in München. Auf der Suche nach dem besten Bang Me, auch wenn das relativ klar bereits ist. Es sei denn, wir finden tatsächlich einen, der besser ist als Bang Me Min. Heute geht's zu Bummy House. Die hat mal mehrere Filialen in München, aber jetzt nicht mehr. Jetzt gibt's nur noch die. Menü, Leute. Es gibt ein paar Kombis. Nice, nice, nice. Das ist eigentlich eine sehr stabile Kombi. Aber ich gönne mir nur ein Bang Me. Der Rest tatsächlich für uns Vietnamesen nicht so interessant. Aber heißt nicht, dass es schlecht ist. Spricht uns halt nur nicht an. Ich hatte schon meinen Coffee, aber sonst hätte ich das immer genommen. Immer. Genau. Wir sind nur hier für Bang Me. Preis geht 9 Euro ein Bang Me. Ha, Essenszeit, Leute. Okay. Sehr ungewöhnlich mit Avocado, Leute. Aber klingt geil. Und das ist sehr klassisch. Oh, gut. Fühlt und hört sich knusprig an. Das kannst du durch die Kamera nicht sehen. Ob Paté drin ist, ob Ding drin ist. Es gibt noch so eine. Ja, so eine Mayo, oder? Ist das? Ja. Die sehr typisch ist. Ja. Maggi ist auch sehr typisch. Die haben uns keine Serviette gegeben. Ja. Aber er hat nicht gesehen. Nein, weil es eigentlich am Tisch gibt, aber er nicht gesehen hat, dass unser Tisch schon der ist. Bleib. Okay, Leute, komm. Not bad. Ich könnte mehr Saft vertragen. Hier seht ihr diese Mayo. Aber ich könnte einen Ticken mehr vertragen. Mhm. Mhm. Dann ist gar kein Mayo. Ich bin positiv überrascht. Bei mir ist es andersrum. Aha. Fleisch ist aber zart. Mir taugt er sehr. So glücklich, der ist echt gut. Die könnten ruhig ein bisschen mehr reinstecken. Und von der Mayo schmecke ich gar nichts. Naja, sagt sie. Also ihrer fällt auch schon auseinander. Ist doch stabil, ist doch lecker. Gut gewürzt, zartes Fleisch. Ich bleibe bei Naja. Wäre bei mir definitiv nicht oben. Streng. Ich mach's besser. Hey. Du machst es besser. Ja. Wo beziehst du dein Brot her? Aus dem Bäcker. Ist nicht homemade oder so. Aber Brot ist wichtig, absolut. Brot ist wichtig. Aber wenn Belag nicht so gut ist, dann. Ja, Belag könnte klasse sein, ja. Genau. Und wenn Belag nicht gut ist, dann. Es könnte saftiger sein. Mehr Mayo. Definitiv mehr Mayo. Mehr Paté. Guck mal, da ist gar kein Paté bei mir. Aber da steht auch nicht dran, dass es mit Paté ist. Deswegen ist es voll in Ordnung. Brot ist mir ein bisschen zu. Zu fangen, ja. Du brauchst den Crunch, aber auch die Softness. Natürlich. Deswegen ist Bang Me Min so krass. Mhm. Wir haben Brot perfektioniert. Also für Münchner Verhältnisse gegenüber den anderen finde ich den schon sehr gut. Kann ich tatsächlich noch nicht sagen.
Ich finde diese Tomatensoße, was sie da drauf getan haben, passt einfach nicht so dazu. Ja, das einfach nicht so gut. Ja, siehst du? Deswegen meine ich ja. Und das ist mit Rindfleisch. Ja, meine ich, gut, schau hier. Schmeckt das nicht wie Paté, sondern eher wie. Der ist auch kein Paté. Das ist vom Fleisch. Nicht von dem Fleisch, das ist Ding, Mann. Und so dieses Deutsche, weißt du. Aber an sich ist es ja sehr ähnlich. Von Konsistenz und Flavor, ja. Aber es ist halt billiger. Der Wang Mingming macht seine Partie selber. Und das Fleisch ist zart. Das glaube ich, das ist für mich. Ja, Zeit ist gut. Fleisch ist zart, was sehr gut ist, finde ich auch gut. Ja, ich kann auf jeden Fall sagen, ich gehe nicht enttäuscht hier weg von mir. Ich würde den auch nochmal essen. Ich nicht. Danke. Nächstes Jahr, Leute, wenn wir Bang Me und Bubble Tea durch haben und Koreaner durch haben und Malatangs durch haben und Döner durch haben und Shawarmas durch haben, was steht noch so alles auf meiner Liste? Dann. Ramen. Ramen durch haben. Dann kommt, wir suchen beste Bonbohe in München. Schaut, Leute. Kommt gut, aber man schmeckt wirklich so deutsche Streichwurst. Man also schmeckt, das schon. Ist. Aber das hier ist sehr zart. Die Seite gefällt mir sehr gut. Die ist okay. Ja. Not bad. Not bad. Sehr streng heute. Kein Trinkgeld, kein Service, kein nochmal hierher kommt zu Bang Me. Nicht zufrieden, nicht befriedigend. Fand's gut. Ich gebe dem 7 von 10. Rangliste am Ende. Zumindest von einem. Sie sagt, der Laden soll sich schämen im Grund und Boden. Er nennt sich Bang Me House, aber das Bang Me dort ist nicht so stark. Nächster Spot, Leute. G2. Also bei denen läuft, die haben mehrere Filialen in München und ich muss wirklich sagen, bei den Deutschen kommt es sehr, sehr gut an. Okay, weiter geht's, Leute. Mal schaut, also das ist sehr beliebt bei deutschen Buhnen. Und halt hier so, ja, Frühlingsrollen eh sehr beliebt. Salat, gedämpftes Bang Bao. Sehr teuer eigentlich, 7 Euro für einen Bang Bao. Bauburger habe ich mal probiert, geht klar. Und dann hier. Bauburger gibt's woanders auch. Voll ist okay. Oh, die haben hier auch Hamburger. Und sonst, ja, haben die? Ja. Nee, wo ist. Wo? Hier. Immer, Leute, immer. Sonst Süßes? Was haben die Süßes? Ah ja, habe ich mal probiert. Schaut euch das, es läuft aus, die Mayo. Super geil. Bei mir nicht. Oh. Auch hier. Oh. Und hier läuft auch ein Paté raus. Schuh. Also ich habe in Erinnerung, dass ich den, wo wir gerade waren, besser finde als das, was ich mal hatte bei G2. Aber jeder G2 ist anders. Und der hier sieht bei weitem besser aus als der Münchner Freiheit. Aber Münchner Freiheit ist auch, ja, da ist viel los. Hier auch. Viel Laufkundschaft. Die geben sich nicht mehr so viel Mühe. Das ist G2, also der Münchner Freiheit ist, glaube ich, der neueste. Das heißt, meiner Meinung nach ist immer, jeder Laden, der neu aufmacht, von derselben Filiale, Kette, wird immer schlechter. Also Nummer 1 ist immer am besten, Nummer 2 geben sie sich noch Mühe, Nummer 3 ist schon dann eher so, ja, bei uns läuft eh, juckt nicht mehr so, wir haben schon einen etablierten Namen und so. Nummer 4, 5 ist eh nur, um Geld zu machen. Die Läden können dann gar nichts mehr. Ihr wisst, das kann eigentlich weg. Gibt's mir, was ihr habt. Shame, auch nicht. Ja, special. Also kann man schon essen, aber nicht so viel. Aber ohne schmeckt ja nicht. Hä, was ist das? Ja. Das soll drin sein? Sieht aus wie Frikadellen. Buletten, sagt sie. Frikadellen? Von wo kommst du? Ich dachte, du kommst aus Bayern. Was? Wenn das jetzt Buletten sind, Frikadellen, dann bin ich enttäuscht. Leute, Buletten oder Frikadellen?
Oh mein Gott, es riecht danach. Es riecht wie gekauft. Also früher war es nicht so. Das sieht gut aus, muss ich sagen. Wow! Komm an, komm an! Ein Chili ist runtergefallen. Bitte lass mich nicht enttäuscht sein. Und? Hat mehr Flavor. Brot, softer. Mhm. Fluffiger. Ja. Also das Fleisch taugt mir hier nicht. Mayo kommt gut. Gewürze allgemein. Aromatischer, stärker als der davor. Oh nein, der ist schlechter. Das schmeckt wie gekaufte. Wir haben einfach. Aber die Füllung, das Flüssige, das Fleisch, das Profil. Aber ich würde so sagen: Nimm das Brot von hier mit der Mayo und gib mir die Füllung von dem anderen Laden. Mhm. Mayo, Gewürze, Pâté, ja. Von hier und drüben das Fleisch. Alter, die haben hier Tiefkühlfleisch gekauft. So schlimm. Das schmeckt wie Deutsch. Wie Buletten. Ja. Nö. Nein, schmeckt nicht. Ja, mein schmeckt nicht, sag ich ja. Und? Das könnte von Vincent Moore sein, ja. Ja, deutsche Frikadellen. Ja. Das ist kein Rind. Bei normalen Mengen, wenn draufsteht Rind, dann kriegst du Kern und müssen das Fleisch entweder einlegen oder frisch schneiden oder was auch immer. Aber das sind Frikadellen, was der Heck? Nee. Ja, so wie ich in Erinnerung hatte. Das ist ja jetzt meine. Ich hab gesagt, du tust es so gut. Aber so ist es gut, Brot ist gut. Es hat gute Komponenten, ja. Aber im Gesamtpackage würde ich den anderen immer noch bevorzugen. Deswegen habe ich ihn noch so hoch gerankt, weil ich die anderen kenne. Ich habe den hier vor 2 Jahren probiert, ja, und da war richtiges Fleisch drin. Da war richtiges Rindfleisch drin. Da war er besser. Und jetzt keine Ahnung, was das ist. Ich habe das noch nie so gesehen. Ich bin 2 Jahre. Ja, das ist vor 2 Jahren hier. 22 war das. 22. Ein wildes Jahr, Leute. Genau hier. 22, wir kommen zurück. Genau hier habe ich sogar probiert. Genau hier. Ja. Und was ist das? Da will ich jetzt lieber Döner essen. Okay, ich nehme alles zurück. Diese Pâté ist einfach deutsche Leberwurst. Ich wollte. Also sieht genauso aus wie mit der anderen Dame. Wieso? Schmeckt das also. Das schmeckt so scheiße. Ach so. Ja. Nur Brot und Mayo. Der ist ein Leberwurst. Okay. Wer ist das? Rügenwalder. Rügenwalder. Leberwurst. Also ich finde den schwach. Ich finde den 3 von 10. Wenn nicht sogar 2 von 10. Kann nicht überzeugen, Leute. Und trotzdem müssen wir jetzt essen, wir haben dafür gezahlt. Die essen zu Hause, wenn ich wieder Hunger habe. Hier kannst gleich mit essen. Bitte den Lind. Ah, schaut Leute. Abendessen ist secured. Heute ist Feiertag. Vielleicht 2 Sandwiches klar gemacht. Ja, oh, danke. Not satisfied. 2 Cent im Bengi-Läden, 2-mal ist die Dame nicht satisfied. Mich hat der erste satisfied, also. Im Vergleich zu der hier war der andere besser. Ja, aber I know. Trotzdem. Vertraut auf den Experten, Leute. Ah, der war echt jetzt sehr schwach. Der war mehr als schwach. Du, das war alles deutsch. Frikadellen, what the heck? Bengi in München. Wir haben schon den besten. Wir suchen eigentlich den zweitbesten. Und ja, davon war leider keiner wirklich stark. Barmy House war eine fette Kette in München mit sehr vielen Läden. Jetzt gibt es nur noch einen.
ist solide und man muss bedenken oder beachten, wir reden hier jetzt gerade nur von Bang Mi. Qualität von den anderen Sachen dort kann ich nicht abschätzen, habe ich nicht alles getestet. Und G2, Bang Mi katastrophal, ist aber auch ein sehr eingedeutschter Laden. Auch eine Kette, 4-5 Standorte in München und die Deutschen in München gehen dort sehr gerne essen. Oder sagen wir es so, die Nicht-Vietnamesen gehen dort extrem gerne essen. Die feiern den Laden wirklich sehr. Ich kenne aber keinen Vietnamesen, der dort ist. Und die restlichen Sachen dort sind okay, ja. Bang Mi leider nicht. Liste blende ich hier ein. Aber wir haben erst 3 Läden. Das war's von mir. Ihr wisst Bescheid, wie immer liken, subscribe, kommentieren. Checkt die Videos auf, folgt mir gerne auf Instagram, TikTok und meinem nicht aktiven Zweitkanal der Mine. Serious Business und ciao.